Wer ist von euch bereit für eine zauberhafte Nacht? Die erwartet uns nämlich mit der heutigen Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast am Mittwochabend, am 19. Mai. Die 266. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir gemeinsam in diesen Abend starten, denn heute wird es zauberhaft. Unsere Titelheldin heißt Minou und sie liebt Kaninchen über alles. Und zwar auch verzauberte Kaninchen. Ist denn unter euch auch jemand, der schon mal vielleicht einen Zaubertrick gesehen hat? Oder könnt ihr vielleicht sogar selber zaubern? Na, da bin ich doch mal gespannt. Verratet mir doch mal, was ihr für Zauberkünste könnt und habt. Unter WhatsApp schickt morgen, wenn ihr Zeit habt, nach dem Schlafen, mit Mama oder Papa zusammen eine WhatsApp-Sprachnachricht an 01525 179 6813. Jetzt ist aber Zeit zum Recken und Strecken. Also nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ihr mit ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 266. Gute-Nacht-Geschichte für eure Mittwochabend. Minou und das zauberhafte Kaninchen. Minou ist ein ganz normales Mädchen. Sie ist 7 Jahre alt und sie liebt Kaninchen über alles. Am liebsten würde sie gern selber einmal mit einem Kaninchen zaubern. Ob das so einfach geht, denkt sie sich. Sie liegt im Bett. Es könnte ein ganz normaler Abend gewesen sein. Vielleicht sogar ein Mittwochabend wie heute. Ganz normal blieb der Abend aber nicht, denn für Minou ging ein großer Traum in Erfüllung. Sie wollte tatsächlich einmal mit einem Kaninchen zaubern. Aber nicht irgendwo auf einer kleinen Bühne, sondern auf einer gigantischen großen Bühne vor viel, viel Publikum. Doch das Besondere war, dass Minou nicht etwa die große Zauberkünstlerin war, sondern im Traum von Minou war alles ein wenig anders. Denn im Publikum saßen nicht etwa viele Menschen, im Publikum saßen Kaninchen. Und sie schauten auf der Bühne zu, wie ein großes Kaninchen zauberte. Es zauberte einen Zaubertrick nach dem anderen. Die Kaninchen im Publikum waren anscheinend bestens unterhalten. Zumindest schien es so, denn sie applaudierten ohne Ende. Und während die Kaninchen so applaudierten, legte das zauberhafte Kaninchen noch eins obendrauf. Minou stand am Bühnenrand. Und sie war tatsächlich, so wie sie es sehen konnte, der einzige Mensch unter lauter Kaninchen auf einer riesengroßen Bühne in dem riesengroßen Saal mit sehr, sehr viel Publikum. Doch ihr gefiel es. Minou war zufrieden und glücklich. Jetzt aber winkte das Zauberkaninchen Minou auf die Bühne. Und als Minou die Bühne betrat, wurde sie auch vom Publikum entdeckt. Die ganzen Kaninchen applaudierten noch viel, viel lauter, denn dass ein echtes Menschenkind die Bühne betritt, damit hätten sie jetzt nicht gerechnet. Und das Highlight des Abends, der größte Trick, der geschieht mit Minou. Minou war nämlich die offizielle Assistentin vom verzauberten Kaninchen. Minou war also die offizielle Assistentin vom zauberhaften Kaninchen. Ja, das gibt es wirklich. Und mit einem Mal wurde Minou einfach so weggezaubert. Sie war nicht mehr auf der Bühne. Bevor Minou verschwand, hatte das zauberhafte Kaninchen noch ein großes Tuch vor sie gehangen. Und dann, zack, als das Tuch fiel, war Minou verschwunden.
Natürlich war sie nicht weg, sie war wieder hinter der Bühne. Wie das genau aber ging, das ist das Geheimnis des zauberhaften Kaninchens und Milo. Denn auch sie war eingeweiht. Sie kannte die ganzen geheimen Tricks des zauberhaften Kaninchens. Und normalerweise wird so ein Kaninchen ja aus dem Hut gezaubert. Heute ist aber alles anders. Das zauberhafte Kaninchen war mit der Zaubershow fertig. Doch die Kaninchen im Publikum wollten mehr. Laut riefen sie nach einer Zugabe. Und da musste natürlich das zauberhafte Kaninchen nicht lange überlegen. Schnell war es bereit für eine Zugabe. Es hatte einen Hut vor sich liegen, einen großen Zylinder. Und als das zauberhafte Kaninchen in diesen Hut reinfasst, zaubert sie zunächst etwas hervor, was das Publikum überraschte, nämlich ein kleines Kaninchenbaby. Das war so süß. Aber als das zauberhafte Kaninchen dann noch einmal in den Hut hineingriff, zauberte es Minou aus dem Hut hervor. Und da war sie wieder. Ein krönender Abschluss für die Zaubershow. Tausende begeisterte Kaninchen konnten nicht aufhören zu jubeln und zu applaudieren. So waren sie von dieser Show gefesselt. Und Minou weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.